Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und heute bin ich hier mit Marc Eggers. Ja. Du guckst mich an und lass, geht schon immer gut los. Nein, nein, nein. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, auch Stilikon nicht sagen soll, aber. Nee, heute mal nicht. Okay. Und heute haben wir ein ganz, ganz tolles Video vorbereitet. Ich frage ihn, zu welcher Person und zu welchem Personentyp er welche Uhr empfehlen würde. Und wir legen gleich los. Also, du hast auch ein paar Uhren ja in deinem Bestand, ne? Also hast du einfach mal, das ist so gekommen, mehr oder weniger. Ich hatte tatsächlich früher so diesen Traum richtig gehabt, mal eine Rolex zu haben. Das war wirklich so ab Achievement. Mit 17, 18 dann so mal so eine Rolex, das ist halt die Marke, die gefühlt jeder kennt. Das ist wahrscheinlich die bekannteste Uhrenmarke der Welt. Kann sich jeder was drunter vorstellen. Ich glaube, selbst wenn du in der Wüste liegen bleibst, kannst du mit einer Rolex irgendwie bezahlen, wenn du kein Benzin mehr hast oder so. Kennt jeder und so war es auch bei mir. Tatsächlich, cool. Ich bin früh angefangen gesagt, oh, so eine Uhr mal kaufen zu können, das wäre schon so ein Traum. Und dann ging das 2014 bei mir los. Ja, wir haben hier ein paar Modelle. Du hast davon die größere Version. Wenn wir jetzt mal anfangen, das ist eine Rolex Submariner, ein eingestelltes Modell in 40 mm. Ohne Datumsanzeige. Ohne Datumsanzeige, genau. Was würdest du sagen, wer sollte sich so eine Uhr mal anschauen? Ich würde sagen, es ist die perfekte Einsteigeruhr. Also funktioniert immer zeitlos am Ende des Tages, gerade auch für jüngere Leute optimal. Submariner, damit kann man einfach sehr, sehr gut beginnen. Ist wirklich wie eine Währung auch und die No-Date älteres Modell war auch tatsächlich meine erste Uhr und damit habe ich so gestartet. Wenn wir jetzt weiter zur nächsten übergehen, ich habe die eigentlich nur für dich hier rausgelegt. Ja. Und zwar Cartier Santos mit Keramikgehäuse. Kann ich verkratzen? Ist gut für mich, weil ich weiß, dass ich so ein Rabauke bin, der überall gegenditscht mit Zähnen und kann nicht zerkratzen mag, ist genau das Richtige für dich. Okay. Na, ich dachte mir so, weißt du, alles in schwarz und so, ich habe so gedacht, das wird so genau dein Style sein. Da gibt es auch noch ein zweites Lederband dazu. Das ist so ein cooler Look, oder nicht? Ich tue mich ein bisschen schwer mit Cartier halt. Echt? Komischerweise. Das hält dich davon ab? Ich weiß es nicht. Es hält mich davon ab, dass ich eher, bin ich ehrlich, so Audemars Piguet, Tatsache, Rolex. Okay. Ich bin da mehr so auch... Guck mal, das ist die blaue. Gebrandet? Nee, dann würde ich... Ich finde die Uhr geil, so. Okay. Aber ich verbinde damit jetzt nicht so viel, weil diese Cartier-Uhren, da habe ich jetzt nicht diese History, dass ich jetzt Leute kenne, die die haben oder sonst was. Ja. Tatsächlich, ja. Aber die Uhr ist sehr, sehr geil. Vom Look her cool. Würde ich jetzt auch eher so in den Freizeitbereich tatsächlich reinsetzen, ne? Ja. Was kostet die? Die liegt, glaube ich, gerade bei so 7.000 Euro. Das hier zum Beispiel, die kostet ja über 10, die kostet 11. Von daher... Wäre ich aber dann auch eher bei der Rolex tatsächlich. Okay. Einfach so, weil das... Weiß, es ist halt Rolex irgendwie. Mhm. Aber was wärst du? Würdest du eher die? Also wenn jetzt jemand ein junger Typ ist und der kann sich jetzt... 34, so, Mann, was für ein junger Typ? Du willst mir schmeicheln, ich verstehe schon, aber zerkratzt nicht, ja. Nein, wenn jetzt jemand sich halt eine mechanische Uhr kaufen möchte, viel schwarz trägt, dann würde ich sowas halt schon eine Rolex vorziehen. Das hat halt, normalerweise in der Preisklasse kauft man halt eine Datejust, 36 mm. Und da finde ich, ist die eigentlich vom Lieferumfang schon cool auch. Sie wäre mir ein bisschen zu klein. Und das ist das Problem. Ich bin 1,92 und ich habe selbst mit meiner Submariner, da muss man, ich weiß nicht, wie man sieht, die sieht so ein bisschen aus wie so eine Spielzeuguhr. Seedwelle ist das da, oder? Das ist die Submariner. Ah, okay. Und das ist so ein bisschen mein Problem. Ich habe die Seedwelle auch, weil die halt einfach größer ist und bei mir sieht die dann auch besser aus. Aber gerade bei den Uhren muss ich immer ein bisschen aufpassen. Da war jetzt die Submariner schon so an der Grenze. Sonst, was ich auch mal rausgesucht habe, gerade für jüngere Leute, ich weiß nicht, ob du das schon mal in der Hand hattest, das ist eine Tudor Pepsi. Die liegt jetzt im Preissegment unter 4.000 Euro. Mhm. Gehört ja irgendwie zur Marke Rolex mit dazu. Ist halt von der Verarbeitung her echt toll und nehme ich auch immer wieder gerne zurück. Es ist so halt ein Modell, was ich für den Anfang halt empfehlen würde. Weißt du, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, 20 ist oder so, möchte, hat Geld gespart die ganzen Jahre lang, dann ist das ein Modell, was ihn halt begleiten wird bis zu seinem Lebensende am Ende. Ne? Auch sehr, sehr gut als Einsteigermodell, auch gerade für Leute, die ein bisschen bunter unterwegs sind, ein bisschen sportlicher das Ganze so mögen. Ja. Magst du die Farbkombination Pepsi so mit diesem Blau-Rot? Für mich nicht tatsächlich, aber ich kenne viele Leute, denen steht es richtig gut. Also da muss man auch der Typ für sein. Doch, ich kenne schon viele Leute, die auch die Pepsi haben. Finde ich jetzt nicht so verkehrt, aber für mich persönlich wäre es das jetzt nicht. Okay. Aber da finden sich einfach viele Leute, die genau das halt suchen. Ja. Also gerade auch das Batman-Modell und Pepsi sind einfach viele, die, wenn sie sowas mögen, dann finden die Uhr auch noch überragend. Ja. Ich habe gerade wirklich einen Kollegen, der mir geschrieben hat, frag mal bitte den Marc, ob er das Batman-Modell kann machen. Ah, ja? Tatsächlich, Screenshots wieder, Wo ich dich fragen sollte. Jetzt. Ja, kein no joke. Problem. Ja. Haben wir eigentlich immer da. Einer der Modelle, die ja so wirklich im Hype waren, so die letzten zwei Jahre, so dieses Iced-Out-Thema. Was ist deine Meinung dazu? Der klassische Banker. Im Umgang mit Menschen. Ja. Dezent, sehr introvertierter Mensch. Genau.
Ja, das ist eine typische Rapper-Uhr so halt, ne? Ja. Also die geht nach vorne, die ist krass. Justin fällt mir dann natürlich direkt ein. Ice Out, das ist schon jemand, der in der Öffentlichkeit steht, würde ich einfach mal sagen. Mhm. Die musst du tragen können, das muss man rocken. Mich wundert es so, dass ich nach wie vor die Uhren eigentlich ganz okay verkaufe. Ich hätte gedacht, das wäre so ein Trend, der mal ablacht, aber nach wie vor, die Leute mögen das eigentlich, ne? Aber sehe ich jetzt persönlich auch nicht bei dir, ne? Ich habe mich damit mal auseinandergesetzt und mich selber gefragt, ob ich das bei mir sehe. Ich glaube, es ist zu doll. Mhm. Ich finde das irgendwie cool. Also ich finde das auch, wenn das jetzt Rapper tragen, auch bei Justin, irgendwie finde ich das nice. Das fasziniert mich schon, wenn man diese Uhren hat. Ich bin da gar nicht so anti und finde auch nicht, dass es so zu drüber ist. Ja. Ist jetzt meine Meinung nach. Ich glaube, für mich wäre es zu viel. Aber ich bin nicht ganz abgeneigt. Fehlt natürlich auch das Kleingeld. Mhm. Ja. Aber die Preise sind immer so um die 18. Ja. Also ist halt dann fehlt das Kleingeld nicht. Nein, dann erst recht. Aber ja, es wäre eher Kategorie Rapper, Person in der Öffentlichkeit. Okay. Ein Modell, was ich eigentlich so zu dir, vielleicht nicht jetzt oder so, aber ich würde schon sagen, an deinem Handgelenk, das würde dir schon stehen. Das wäre die Day-Date. Hast du darüber schon mal nachgedacht? GMT Master 2 Vollgold. Ja. Habe ich drüber nachgedacht, weil ich Lust hätte, dann so als... Guck mal, jetzt so mit dem Look, du ziehst einfach eine Day-Date an, ist schon... Die ist mir zu klein. Ah. Das ist das Problem. Das ist das... Schade, ja. Drüber nachgedacht, ja, finde ich mega. Ich liebe diese Uhr. Haben wir damals auch bei dir gekauft. Stimmt, das war eine 36er. Genau. Mit dem Ziffernblatt, ich erinnere mich, stimmt. Das war auch da. Auf den letzten Drück habe ich die Uhr noch besorgt. Ja, 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 aber die überragend. Wird heute noch getragen. Mega-Uhr. Ja. Mega-Mega-Uhr. Finde ich richtig gut. Wäre auch für mich etwas, was ich mir gut vorstellen könnte. Aber wäre mir einfach zu klein, leider. Ja. Tatsächlich. Weil ich echt, ich weiß nicht mehr, es kommt wahrscheinlich nicht so, weil ich bin so ein bisschen großer Typ. So. Ja. Leider. Aber ja, 100% wäre das auch mein Geschmack. Ja. Sonst habe ich Audemars Piguet nochmal rausgesucht. Was du vielleicht nicht wissen wirst, Audemars Piguet ist einer der Gewinner in der heutigen Zeit. Die Preise explodieren und auch in der nahen Zukunft werden wir hier noch einen großen Preisanstieg feststellen können. Wir haben hier eine Kasparov. Das ist eine Uhr aus um 2000. Wurde von einem Schachspieler getragen. Das ist das 39mm Modell. Gibt es natürlich auch größere Uhren. Ist ein bisschen kantiger und natürlich so jetzt so, ne, mit Lederjacke ein bisschen tougher und so. Schon ein männliches Thema auch. Ne? Ja, finde ich sehr, sehr gut, die Uhr. Die ist schon richtig, richtig schön. Was habe ich denn? Habe ich gesagt Audemars Piguet? Ja, du kannst alles sagen. Audemars Pelé. Zeigt mir, Leute. Ich bin Uhren interessiert, aber leider nicht so, natürlich bei weitem nicht so. Audemars so ein Eckert. Aber ja, ich finde die Uhr richtig toll. Auch zu so einem Anzug und so, finde ich. Geht immer. Boah, stark. Ja, AP, wir haben uns auch darüber öfters unterhalten. Das wäre eigentlich der nächste Schritt dann auch bei mir. Ja. Kannst du auch was abgeben? Gib eine wieder ab. Und dann kannst doch was abgeben. Gib doch mal was ab. Ich gebe dem Finanzamt was ab, ja. Dann komme ich eh wieder her und tausche hier eine Uhr um. Toi, toi, toi. Wunderschöne Uhr. Also echt, du lachst, ne? Vielleicht kommt schon der Schweiß auf die Stirn. Aber ne, vielleicht, ja, setzen wir uns auch nochmal zusammen, ja, und gerne sprechen da nochmal drüber. Aber richtig schöne Uhr, wirklich. Also Hammer. Der Bruder von der Royal Oak, also der ein Designer, ne, Gerard Genta, der hat in den 70er Jahren die Royal Oak erfunden von der Form her und hat dann nochmal 2 Jahre später für Patek die Nautilus gemacht. Mhm. Ist heute auch kaum denkbar, dass ein Designer für beide Firmen arbeitet, aber das war nun mal so. Wir haben hier jetzt eine 5712 Nautilus. Schon, also das ist schon eine Endstufe, ne? Also hier geht wenig drüber. Boah, ist die Box alleine sieht Box, schon, ne? Wahnsinnig krass ist schon, aus. Das sieht schon cool aus, boah, ja. Aber das ist natürlich auch echt... Aber die könntest du auch schon rocken. Die könntest du schon anziehen. Bin eigentlich nicht so ein Fan von so Lederarbeiten. Passt aber eigentlich, schon. Ja. Aber bei der Uhr, also was soll ich hier sagen? Was ist das für eine krasse Uhr? So, die ist einfach nur schön. Mondphase mit drin, Power Reserve, kleine Sekunde, Datum, alles mit dabei. Ja, das ist, die ist schon echt wow. Ja, also wir sind aktuell bei der Uhr noch knapp unter 100.000 Euro. Ich denke mal, dass diese Uhr schon das Potenzial hat, nochmal einen kleinen Sprung hinzulegen. Momentan auf Chrono 24 ist sehr wenig los und ja, da gibt es nur wenige Modelle von. Ne? Als wirkliches Highlight jetzt die Frage, wer soll diese Uhr tragen? Marc Eggers. Du redest von der hier. Ich bin da gerade noch bei der Uhr da drüben. Haben wir schon gesagt, wer so eine Uhr tragen kann? Weil ich bin echt fasziniert. Also die ist wirklich richtig, richtig. Also normalerweise, wow. Das ist auch schon so ein CEO-Level, weißt du, wenn jetzt ein Chef von irgendeiner Firma bist oder so und hast diese Uhr an, da wird keiner mehr mit, also da braucht man nicht zu reden. Ne? Da braucht man wirklich nicht reden. Ne? Krasse Uhr. Krasse Uhr. Also, ne? Wirklich, das wäre hier die absolute Nummer 1 bei mir, bei dir auf dem Tisch. Ich denke schon, das ist schon meins alles hier. Jemand, der im Vergnügungspark arbeitet. Da ist er nämlich gut aufgehoben. Das Kettenkarussell und allem drum und dran. Jacob & Co. Solar. Das ist, Conor McGregor hat auch so eine Uhr. Ja. Und ich weiß, ich finde es irgendwie eine schöne Uhr. Habe ich gerade erst gekauft. Sieht doch schön aus. Darf ich die nehmen? Ja, klar. Ist halt so verliert Kunst, man sich drin, ne? Ja. Ist halt einfach Kunst, ne? Das dreht sich auch alles. Guck mal auf den Globe. Ja, klar. Dann bist du einfach schon, dann bist du es, ne? Ja. Was kostet die? Die liegt Liste bei 290.
$50 und ich biete sie gerade an für 219. Warte, mit dem Code MARK10 spart ihr 10%. Das ist halt richtig viel dann, 10%. Das ist immer so daher, salopp dahergesagt, aber wenn du hier 10%, die schmecken gut. Ja, ja. Wow, aber das ist einfach Kunst. Also das ist schon wirklich, ich würde es nicht tragen, natürlich ist es fernab von jeglicher Dimension finanziell, aber trotzdem, man befasst sich damit nicht, weil man eh immer so in seinem Kosmos dann so ist, ne? Man kann das schon rocken. Wow. Ja. Also ich bin jetzt momentan so der Einzige in Europa, der so ein Modell da hat. Dubai gibt es ein Geschäft, früher gab es mal auch in Capri eine Niederlassung von Jacob & Co. Daher stammt auch diese Uhr von einer Privatperson. Und ja, sonst in Amerika ist die Marke halt eher populär, ne? Ja, ist halt auch Rockstar-mäßig. Auf jeden Fall. Profisportler, so, die könnte auch so einen Lewis Hamilton tragen oder so. Formel 1, finde ich, da sehe ich die so ein bisschen in dem Bereich. Im Uhrenbereich gibt es halt immer was Neues. Das war jetzt mal so ein Market-Update. Ja, gerade solche Themen wie Cartier, die sind gerade erst aufgekommen. Man weiß aktuell nicht so genau, was passiert mit Audemars und Patek. Ich hoffe, wir konnten so einen kleinen Überblick mal geben. Ich würde auf jeden Fall vorschlagen, wenn ihr was in der Richtung von AP haben möchtet, dann beschäftigt euch jetzt, egal ob ihr bei mir kauft oder woanders. Aber diese Uhren werdet ihr nicht mehr für den Preis lange haben. Also da ist ein Preisanstieg von Woche zu Woche festzustellen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, schaut gerne bei Marc vorbei. Unten in der Beschreibung ist alles verlinkt. Und dann würde ich sagen, bis bald. Ich danke dir vielmals für die ganzen Informationen. Ciao. Ciao.